So, wir dürfen wieder Nachforschung anstellen. Ist das der kürzeste Weg? Ist egal, wir gehen ihn. Genau. Im Krankenhaus. Huch? Hä? Wir haben einen neuen Fall gefunden. Das ist ja geil. Das ist mir nur so, ist mir so ein bisschen ins Auge gesprungen. Da dachte ich so, oh, ja, aber das wird doch nichts sein, was man sich dann wirklich angucken kann. Kann man. Das ist einfach eine neue Nebenquest. Wie geil ist das denn? Älter als man denkt. Die Flut hat jedem von uns etwas genommen, aber dürfen wir zulassen, dass sie uns auch die Schätze unserer Stadt nimmt? Zahlreiche historische Stätten sind beschädigt und manche von ihnen können nicht mehr restauriert werden. Es ist unsere Aufgabe zu bewahren, was uns noch geblieben ist. In dieser Broschüre erfahren Sie mehr über unsere ältesten und prächtigsten Sehenswürdigkeiten. Ah ja, und wir haben die Schnellreisepunkte dafür bekommen. Diese Stadt ist alt, lasst uns das nicht vergessen. Gesellschaft zur Bewahrung des historischen Erbs von Oakmont. Finde ich da dann weitere Zettel oder was mache ich da dann? Wahrscheinlich gehe ich dann einfach hin. Das ist ja cool. St. Mary's Krankenhaus, erbaut im Jahre 1862 nach einem Entwurf von B.A. Kaplan. Jedes Menschenleben zählt. Oh. Ah, das ist Teil von hier der Quest. Kommen Sie näher. Sie finden bestimmt. Okay. Und das finde ich jetzt geil, weil die habe ich beim letzten Mal safe übersehen, oder? Ich helfe so gut ich kann, aber wir haben hier einfach keinen Platz mehr. Wir sind völlig überlastet. Oder bin ich jetzt verwirrt? Oh, was ist denn hier los? Nee, Moment. Jetzt kommt es mir doch wieder bekannt vor. Hier entlang. Ich weiß es nicht mehr. Bleiben Sie am Feuer, während ich versuche, Medizin aufzutreiben. Weitere Opfer. Und wenn die Flut nicht zurückgeht, werden es noch mehr. Dann schauen wir uns das mal an. Wahrscheinlich von hier bis zum Krankenhaus dann? Weitere Opfer. Und wenn die Flut nicht zurückgeht, werden es noch mehr. Hier entlang. Bleiben Sie am Feuer, während ich versuche, Medizin aufzutreiben. Und dann das hier? Sie finden bestimmt etwas, das Ihnen gefällt. Ich helfe so gut ich kann, aber wir haben hier einfach keinen Platz mehr. Wir sind völlig überlastet. Die Flut kam unerwartet und traf die Stadt mit voller Wucht. Die Belegschaft des Krankenhauses versuchte zu helfen, aber bereits nach kurzer Zeit mangelte es an Platz und Medizin. Okay, ich weiß es jetzt absolut nicht mehr, ob ich diese Quest schon mal gemacht habe oder nicht, aber ich finde es cool. Ich mag das so mit den Hintergründen. Das heißt, das können wir jetzt an all den verschiedenen Orten machen. War das jetzt von dieser Quest hier? Die Flut... Ja. Oh, das ist nice. Da freue ich mich. Das machen wir in den verschiedenen Orten. Cool. Sie finden bestimmt etwas, das Ihnen cool, cool, cool. Jetzt habe ich aber Angst, wenn es einfach mit so Zetteln ist, dass wir mal hier und da vielleicht Quests übersehen. Hoffen wir nicht. So, wir müssen wieder anheften. Sonst klappt das hier nicht. Und zwar sind wir... Nee, wir sind doch bei den Familienbanden. Genau. Den heften wir an. Wir haben Patienten nach der Flut für... Puh. Also entweder das Viertel kommt noch mit rein, aber vielleicht Genesung? Ja. James Warren, männlich 35, Einheimischer. Arbeitsplatz Krematorium. Diagnose Schädelhirntrauma. Behandlung stationär im ersten Stock des St. Mary Krankenhauses in Oakmont. Bettruhe empfohlen. Okay, dann ist er vielleicht noch da. Hier sind wir im ersten Stock. Und er hat was am Kopf. Hast du was am Kopf? Nee. Der hält sich zumindest den Kopf. Der könnte das sein. Oh, mein Magen. Ich werde nie wieder Blutegel essen. Nein, Sir. Ja. Gut so. Sie sind James Warren, richtig? Ja. Was wollen Sie? Ich bin krank. Sehen Sie das nicht? Vor einer Woche sprechen, wurde ein bitte. Bewusstloser Mann ins Krematorium gebracht. Ich will wissen, von wem. Warum denken Sie, dass ich das weiß? Sie sollten jemanden einäschern. Ich weiß, dass Sie verletzt wurden. Passt beides. Sie wurden an dem Tag verletzt und deswegen sind Sie im Krankenhaus. Der Mann, den Sie verbrennen sollten, hat Sie niedergeschlagen und ist geflohen. Blödsinn. Ich habe mir den Kopf angehauen, bin die Treppe runtergefallen. Sie sollten einen Mann einäschern, der als Jack White aufgeführt wird. Er konnte fliehen und will jetzt wissen, was hier vor sich geht. Also raus mit der Sprache.
Wer hat sie dafür bezahlt, einen Menschen bei lebendigem Leibe zu verbrennen? Woher wissen Sie von White? Ich habe mit ihm geredet. Ich brauche Namen, Warren. Ich kann nicht. Wenn ich was sage, bin ich erledigt. Das sind sie auch, wenn die Kerle erfahren, dass Jack White noch am Leben ist. Und dafür kann ich sorgen. Nein, bitte nicht. Hab sie nicht nach ihrem Namen gefragt. Ich weiß nur, dass sie Priester sind, aber sicher nicht aus der St. Michaeliskirche. Haben was von einem Herrn der Wälder oder so gefaselt. Vielleicht sind sie aus einer alten Kirche in Oakmont? Mehr weiß ich nicht, ich schwör's. Hat das vielleicht dann was mit diesem Verjüngungsding zu tun, das der alte Carpenter durchführen will? Das hatte doch mit irgendwelchen Priestern zu tun. Da müsst ihr mich aber nochmal einlesen, das war nämlich ein bisschen verwirrend. Wo ist diese Kirche? Weiß ich nicht. Von manchen Dingen dieser Borg hält man sich besser fern. Oh, das ist bestimmt die Kirche, wo wir schon mal waren, oder? Das war zwar nicht viel, aber trotzdem danke. War doch gar nicht so schwer, oder? Sie haben bekommen, was Sie wollten. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Tschüss. Wiedersehen. Das ist doch bestimmt, wo ich für die Nebenquest rein wollte, wo es aber dann um das Haus des Kirchenerbauers ging und nicht um die Kirche selbst. Und wo ich gesagt habe, ich glaube, wir kommen hier nochmal zurück. Ich nehme an, dass es das jetzt ist. Ah, dann nicht. Ja, Gedankenspiele, ich mach's ja. Ja, die dann. Eine alte Kirche in Oakmont finden. Alle Spuren deuten auf eine alte Oakmonter Kirche hin, die den Herrn der Wälder verehrt. Vielleicht geben Geschichtsbücher Aufschluss darüber, um welche Kirche es sich handelt. Ja, werde ich dann wohl machen müssen. Ich meine aber, war die nicht irgendwo hier unten, die Kirche? Die war irgendwo, glaube ich, hier, right? Aber wir müssen ja für andere Sachen sowieso Nachforschung anstellen. Kirche, so ist wahrscheinlich auch beim Rathaus, ne? Ich glaube, Rathaus ist eine gute Chance. Ah, jetzt haben wir auch hier den Schnellreisepunkt. Ne, den hatten wir uns selbst freigeschaltet noch. So. Aber das klappt doch schon mal ganz gut, denke ich. Passen Sie auf sich auf. Wir haben keine freien Betten mehr. Okay. Auf zum Rathaus. Heute sind wir eine richtige Kala Kolumna und machen richtig schöne Hintergrundarbeit. Recherche. Hier. Dann gucken wir noch mal ganz kurz. Wo haben wir Ruhe in Frieden? Da mussten wir für eins auch ins Rathaus, oder? Hier vielleicht. Oder Traueranzeigen könnte auch sein. Dann müssen wir wahrscheinlich zur Zeitung. Das könnte hier sein, oder wir müssen nach Traueranzeigen suchen. Bürger. 1887. Also 19. Jahrhundert. Bezirk. Personenstandsbücher. Virginia Cooper, Geburtsdatum 21. März 1887. Todesdatum beim Eintreffen der Flut. Familienstand ledig. Verwandtschaft Brad Cooper. Adresse? Ah ja, guck mal. Da können wir hin. Super, haben wir noch irgendwie was? Das war Virginia, genau. Das hier, da werden wir wahrscheinlich in der Bibliothek danach gucken müssen. Waren wir schon mal in der Bibliothek? Gibt es überhaupt eine Bibliothek? So, aber jetzt dann natürlich noch die Hauptquest. Oh, Geschichtsbücher. Nee, da müssen wir aber in die Bibliothek. Dann sind wir hier komplett falsch. Ist ja kein Unternehmen, eine Kirche, right? Okay. Ja, dafür müssen wir in die Bibliothek. Aber gut, dass wir da jetzt eh hin müssen. Da habe ich mich vertan. In der Bibliothek waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Wir waren bei der Polizei, in der Uni, im Krankenhaus. Nur hier noch nicht. Bei der Zeitung.
das ist die Bibliothek. Hier sind wir letztens aus Versehen hingegangen. Wo kommen wir denn hier am besten hoch? Ich hätte nicht gedacht, dass das eine Bibliothek ist. Hier sind wir schon mal rumgelaufen, als ich orientierungslos war. Also, muss man jetzt schon sagen, sehr bibliothekig sieht das nicht aus. Eigentlich eher auch wie eine Kirche, ne? Aber gut. Die Tür gibt nicht nach. Ja, das ist jetzt dann nicht so gut gelaufen. Es ist auch nicht. Ich habe das einfach nicht markiert. Never mind. Ich bin blöd. Ich bin einfach blöd. Es ist auch keine Bibliothek. Ich war mir so sicher, weil die Markierung halt da so halbwegs gepasst hat. Aber ich habe einfach die Markierung nicht umgesetzt. Ah, oh, Mann. Oh, aber... Ja, das ist eine Kirche. Das ist bestimmt die Kirche, die wir gleich dann finden, oder? Sankt Michaelis Kirche des brennenden Dornenbusches. Mögen dich die Flammen von deinen Sünden erlösen. Wenn wir schon mal hier sind, rein da. Vermacht eure Besitztümer den Flammen und eure Sünden werden ebenso brennen. Ah, doch, die Quest habe ich schon mal gemacht. Heiligen Scheiterhaufen. Jetzt erkenne ich sie wieder. Doch, die Quest hatte ich schon. Okay, Scheiterhaufen, was haben wir hier? Nach dem Tod werden die Flammen alles verzehren. Die Sünder werden brennen. Doch die Rechtschaffenden werden in warmer Milch baden. Mit dem Feuer offenbart uns Kawil seine Liebe. Okay, dann muss es noch ein drittes geben, oder was? Ja, dann. Hol dich dem heiligen Scheiterhaufen. Hol dich dem lodernden Kawil. Okay, dann wollen wir mal sehen. Ich würde sagen, hier gehen die hoch. Dann hält er seine Rede und dann wird unten verbrannt, oder? Hol dich dem lodernden Kawil. Oder ist das ja das Erste? Aber es macht ja keinen Sinn, weil die Leute gehen ja nach oben. Nach dem Tod werden die Flammen alles verzehren. Die Sünder werden brennen. Doch die Rechtschaffenden werden in warmer Milch baden. Mit dem Feuer offenbart uns Kawil seine Liebe. Vermacht eure Besitztümer den Flammen und eure Sünden werden ebenso brennen. Nee, ist falsch rum, oder? Nährt den heiligen Scheiterhaufen. Vermacht eure Besitztümer den Flammen und eure Sünden. Ich dachte, die verbrennen da irgendjemand und nicht nur ihre Besitztümer. Nur. Hol dich dem lodernden Kawil. So dann? Nach dem Tod werden die Flammen alles oder verzehren. Eins, zwei, die drei Sünder kann auch sein. Brennen. Doch die Rechtschaffenden werden in warmer Milch. Ist schwierig hier diesmal. Mit dem Feuer offenbart uns Kawil seine Liebe. Diese Feueranbeter sind ganz schön inbrünstig. Ich frage mich, welche Riten sie noch haben, um ihrer Flammengottheit zu huldigen. Leute verbrennen bestimmt. Okay. Ich habe jetzt aber trotzdem an die andere Kirche gedacht. Zuerst, muss ich ganz ehrlich zugeben. Haben Sie ein Problem? Hören Sie auf! Ach, sogar der Besen! Hören Sie auf! Oh. Aufhören ist keine Option. So, wann ist das? Ist das hier die Bibliothek? Aber hier ist nichts an der Tür. Oh, ich kann trotzdem rein. Hallo? Hallo? Oh. Willkommen in der Bibliothek der Universität von Oakmont. Joy Hayden, was kann ich für Sie tun? Charles Reed. Privatdetektiv. Dürfen wir wieder direkt... Ja. Wisst ihr, es gibt so Sachen, die spricht man einfach nicht an. Diese Personen sind wir in diesem Durchlaufen nicht. Wir sind unhöflich und gerade heraus. Entschuldigen Sie meine Neugier, aber darf ich Sie etwas fragen? Mund? Ja. Strafe. Lange Geschichte. Ich bitte abermals um Entschuldigung. Aber das kann doch nicht legal sein, oder? Das sieht aus wie... Oh ja. Wie Folter. Legal in Oakmont. Was? Ortsübliche Sitte. Was? Entschuldigung? Das finde ich nicht okay. Ich würde gern einen Blick in Ihre Bestandslisten werfen. Sicher. Da drüben. Und das war's? Keine Bezahlung, kein Gemecker, keine Gegenleistung? Nee. Öffentliche Bibliothek. Zugang zu Wissen für alle. Willkommen. Diese Worte aus Ihrem... Munde in dieser Stadt? Ich fasse es nicht. Aus Ihrem Munde? Oh, Charles.
Halt dich mal ein bisschen zurück. Diese Stadt erweckt nicht den Anschein, dass Bücher sehr gefragt sind. Außer zum Verbrennen vielleicht. Wie kommt es, dass die Bibliothek trotzdem in einem solch guten Zustand ist? Mr. Throgmorton, Geld hält alles in Schuss. Tatsächlich. Das hätte ich nicht von ihm erwartet. Warum tut er das? Er sagt, die Menschen brauchen Hoffnung, Unterhaltung, Eskapismus, mehr als je zuvor. Die Bibliothek ohne seine Hilfe, nicht vorstellbar. Boah, echt grausames Bild, was die uns hier liefert. Also nach sehr viel Joy sieht das nicht aus. Das ist ja wirklich crazy. Naja. Wo ist das Archiv? Bist du das Archiv? Nee. Was ist das da? Kann man nicht so genau erkennen. Huch! Okay. Da ist das Archiv. Okay. Yay, yay, yay. Ja, finde ich ein bisschen heftig. Ich frage mich, ob wir dazu noch ein bisschen Hintergründe erfahren. Gut, dann fangen wir mal hier an. Der ist schon angeheftet. Tja, was ist es? Religion? Zeitraum moderner und regional. Erlöserkirche. Eines der bedeutsamsten Gotteshäuser in Oakmont war die Erlöserkirche. Die Glaubensgemeinde betete Cawil als den Herrn der Wälder und Hirten der verlorenen Schafe an. Die Erlöserkirche hatte die größte Glaubensgemeinde der Stadt, bis die St. Michaeliskirche des brennenden Dornbusches gegründet wurde. Die Erlöserkirche steht immer noch und befindet sich in der Marsh Avenue zwischen der Polaris Road und der Old Church Road im Zentrum des Bezirks Salvation Harbor. Genau, dann ist das hier nämlich die neue Kirche, die Erlöserkirche, und die St. Michaelis ist die, in der wir schon waren. Nice, dann habe ich mich noch halbwegs richtig erinnert. Wir machen jetzt aber dann mal noch Ruhe in Frieden. Genau, die Adresse haben wir schon gekriegt. Und hier gucken wir jetzt, ob wir da Buch zu finden, denke ich. Unter Verschluss. Europa. Und 19. Jahrhundert. Geheimnisse des Todes. Name Geheimnisse des Todes. Autor Pierre Delalande. Kategorien unter Verschluss europäische Literatur 19. Jahrhundert. Verlag unbekannt. Letzter Leser Fabian Coswick Co. Und eine Adresse. Nice. Wir haben zwei Adressen schon. Was war es denn mit dem dritten Grab? Es waren doch drei, oder? Also für zwei haben wir jetzt Spuren, wie es weitergeht. Und der dritte wurde von Monstern gefressen. Okay. Würde ich jetzt sagen. Und das sind dann die anderen beiden. Ich glaube, die mache ich mal noch. Ich glaube, wir machen das jetzt mal eben noch. Hier die beiden zu suchen, die beiden Leichen oder zumindest schon mal einer. Salvation Harbor, Maple Polaris Old Church. Maple Polaris. Old Church, also hier. Bringen wir mal auch eben die Leichen zurück. Und dann machen wir auch wieder Hauptquest. Gerade ein, zwei Leichen einsacken. Was ist schon dabei? Habe ich das Gefühl, dass da Wildbeester warten könnten, wenn da wirklich Leichen sind. Also wer die holt. Wenn sich eine Leiche ins Haus holt, wo die Viecher davon angezogen werden. Ist schon ein bisschen doof, würde ich sagen. Sind wir schon fast wieder vorbei. Ach, ich bin noch eins hier zu weit. Natürlich müssen wir jetzt hier rein und es ist auch noch dunkel. Wunderbar. Was bist du? Eine Bärenfalle. Oh, das ist tatsächlich sogar hier. In so einem Gebiet. Die Wohnung von Virginia Cooper. Kommen die rein, die Viecher? Verfolgen die mich jetzt? Es gibt einen Keller. Es gibt anscheinend auch noch ein Stockwerk oben drüber. Und ich höre Fliegen. Das ist kein gutes Zeichen. Oh. Erstmal nur ein Fisch.
Oh, komisches Licht. Der Keller ist bis jetzt recht unauffällig, muss ich sagen. Hätte ich jetzt schon fast nicht mit gerechnet. Wie sieht es eigentlich aus? Unser Inventar ist sehr voll gerade, ne? Ja. Wir haben mal wieder Zeit für eine Schießerei. Geil. Ich will sowas gern irgendwo an der Wand haben. So ein Fisherman, der irgendwie so ein Fisch mit so einem Fisch rummacht. So, das ist Kunst. Gut, wir gehen mal hoch und gucken hier weiter. Ah, das erinnert mich an das Haus ganz am Anfang vom Game. Aber bis jetzt keine Leiche und eigentlich auch gar keine Hinweise. Ich hätte ja hier dann was sein müssen. Wie kann denn hier im ganzen Haus nichts sein? Oh, shit, never mind. Oh. Oh. Selbstmordnachricht. Meine geliebte Virginia, ich komme zu dir. Danke für das letzte Dinner, das zugleich das schönste Dinner meines Lebens war. Ich halte deine Hand, trotz der Kälte, die von dir ausgeht, spüre ich die Wärme deiner Liebe. Wir sehen uns im nächsten Leben. Dafür hat er sie entführt. Wie romantisch. In einer von einer Flut heimgesuchten Stadt nicht unbedingt zu erwarten. Das muss der Leichnam sein, nach dem ich suche. Eieiei. Wahrscheinlich haben wir auch direkt alle Hinweise gefunden. Ja. Okay, wir suchen uns mal gerade schon die zweite Adresse raus, bevor ich ja gleich inmitten der Monster stehe. Erste gefunden und dann sind wir in, müssen nach Coverside. Providence St. Elmo Victory. St. Elmo Victory. St. Elmo Victory. Wann warst du denn in der Providence? War das Providence? Yippie! Oh, hier komme ich gar nicht raus, oder? Doch, da oben drüber. Müsste gehen, ne? So, wir gehen hier Richtung Schnellreisepunkt. Statt Richtung unserer Markierung. Ich glaube, damit sind wir flotter dran. Dum, 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 dum. Bum, 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 bum. Ah, hier. Ach, versteckt der Schmuggler. Ja, ist wieder im Wasser. Ich weiß nicht warum, aber die im Wasser, die sind für mich irgendwie gruseliger als die an Land. Vielleicht, weil ich das Gefühl habe, ich kann da nicht so schnell aus der Tür und wegrennen, wenn ich es müsste. Ist hier was? Nee. Dann gucken wir mal. Es ist natürlich auch wieder alles stockenduster. Gucken wir mal, wo ein Steg ist. Hier ist ein Steg, aber der ist zu hoch. Ah, da, nee, never mind. Oh Gott, ich komme nie wieder an mein Boot ran. Wohnung von Fabian Coswick. Erstmal ausrauben, den guten Mann. Habe ich das Gefühl, dass es ihn eh nicht mehr jucken wird. Ich habe das Gefühl, der ist so jemand, der sich die Leiche nach Hause holt und sie hat sich in ein Monster verwandelt oder sowas. Ich dachte schon, er wäre schon so Schleim. Er steht da, never mind. Oh mein Gott. Töten die mich jetzt? Wollen die mich töten? Tja. Ich bin besser mit dem Revolver. Ah, wie das stinkt. Ich frage mich, warum der Gestank noch keine Monster angelockt hat. Das wird dann wahrscheinlich die Leiche... Oh, hier sind mehrere Leichen. Wollen die die weiterverkaufen? Manche verkaufen die ja an Wissenschaftler und sowas weiter. Das war ja auch damals ein riesiges Gewerbe.
Mit verschmierter Brief. Anbei eine Karte des Friedhofs mit den Gräbern, die mich interessieren. Seien Sie vorsichtig. Niemand sollte Sie dabei sehen, wie Sie Leichen ausgraben. Es gibt da ein namenloses Grab. Lassen Sie bitte vor allem bei diesem Grab Vorsicht walten. Ich empfehle Ihnen, das Buch Geheimnis des Todes zu lesen, bevor Sie diesen Sarg anrühren. Drittes Kapitel, Seite 145, J.H. Das ist doch Johannes. Nee, der hieß anders. Wie hieß denn unser Kollege? Und hier hätten wir unseren vermissten Toten. Wäre lustig, wenn der da die Finger im Spiel gehabt hätte. Hier hätten wir unseren vermissten Toten. Okay, alle Hinweise. Perfekt. Das war dann doch eine rechte, klare Aufgabe. Ich weiß nicht, warum ich da rangehe, wenn ich da schon 5-mal nichts mehr mitnehmen konnte. Ja. Und damit zurück zum Friedhof, Quest abgeben und wieder mal Leute glücklich gemacht. Ich bin der beste Nicht-Polizei-Officer der Welt. Oh mein Gott. Ihr könnt wahrscheinlich noch gar nicht nachvollziehen, warum ich immer so eine panische Angst hier habe, weil, glaube ich, noch nie die menschenfressenden Aale gekommen sind. Weil ich immer vorher panisch aus dem Wasser rausspringe. Also vielleicht kann ich euch das mal demnächst noch zeigen. Ich muss mich dann aber erst seelisch drauf vorbereiten. Ist das das Anwesen der Blacks? Was ist das denn? Nee, das ist... das war die Irrenanstalt. Okay. Ja, same, mein Freund, same. Da steht auch schon ein Kreuz. Oh, da waren wir noch gar nicht drin. Doch, da... Waren wir da schon drin? Nö, geil. Bisschen Munition. Ich lass mich so schnell ablenken, Mann. Oh. Das ist eine Kopfbedeckung, die ich nicht so feier. Oh, noch eine. Alkohol. Überall die Roben. Master of the Jungle. So. Einmal hier runter, um dann hier hochgehen zu können. Das ist ja eine richtige Spur. Was haben wir denn da? Oh mein Gott! Konnten die schon immer teleportieren? Auch wieder ein Kreuz, ja. Bonk. Formula Omega 3. Reisender Air Elm Street bereist Mondbasis. Nächste Reise, Status deaktiviert durch ein Meteor. Zur Erde zurückgeschickt. Nächste Adresse, Irrenanstalt. Jemand ist mir hierher gefolgt. Ich habe ihn deaktiviert. Ist das, haben wir von der einen Quest was gemacht? Ja. Wir haben von hier der Quest was gefunden. Okay. Das war gar nicht unbedingt mein Ziel, aber... Huch. Naja, ich beschwere mich nicht. Ich weiß es nur nicht. Ich höre die ganze Zeit was patschen, als wäre noch ein Monster. Okay. Ich wollte schon sagen. Ich wollte ja schon rumhauen. Da ist noch was. Aber auf der anderen Seite der Wand. Oh, du kommst jetzt hier hoch. Mein Freund. Ich weiß nicht, ob das so klappt. Oh, die geben mir echt immer eine schlechte Zeit psychisch. Aber einmal hier runter. Hä? Wer ruft mich denn da? Ja, die Kapuzen-Heinis mögen wir überhaupt nicht. Not a fan. Okay, ja, irgendwie weniger als erwartet hier dann doch. Dann gehen wir mal in die Arme unseres Freundes. Komm ich denn jetzt am besten an dich ran?
Bist du die Treppe hoch? Wo bist du, mein Freund? Jetzt ist er drin. Wie ist er denn jetzt reingekommen? Ich weiß gar nicht, ob die Schüsse durchgehen. Der ist mir jetzt... Bruder, erschreck mich doch nicht so. Warum steht der hier so, ohne sich zu bewegen? Ja, danke schön. Nee, ganz ehrlich, ich muss es gar nicht so machen. Weißt du, wie du... Vorsicht, er ist verflucht. Ja, puh, ich weiß ja auch. Wa? Auch nicht, Leute. Wo kommt denn jetzt das hier her? Warum spawnen die jetzt schon auf den normalen Straßen? Ich habe 50 Fragezeichen ins Gesicht geschrieben gerade. Eieiei. Ja, das Beste vom Besten. So. Und der stand irgendwo hier rum, ne? Glaube ich.